Ja, Hallöchen, und da sind wir wieder zurück bei Gianna Sisters Twisted Dreams. Genau, mit Mario und Annie. Maria. Ja, wir haben uns dagegen entschieden, das Level vorher die Kristallschlucht nochmal zu machen, obwohl uns da, oder, beziehungsweise mir, über 200 Kristalle fehlen. Aber ich denke mal, das können wir am Ende nochmal nachholen, wenn wir mit der ganzen Geschichte durch sind. Können wir die Level nochmal neu komplett durchspielen, also wirklich mit allen Kristallen etc. Ist ja durchaus möglich, aber... Um euch jetzt nicht zu langweilen, wollen wir jetzt gleich das nächste Level machen. Schloss Altbruch, Annie ist am Start. Mal gucken, wie sie anstellt. Wir haben uns dagegen entschieden, dass sie vorher nochmal üben darf. Sie muss also genauso ins kalte Wasser springen, wie ich gerade eben. Juhu, ich freue mich schon riesig also drauf. Also in der letzten Episode. Deswegen viel Spaß beim Zuschauen, wie Annie versagt. Ja, ich leg dann gleich mal los. Mal ganz kurz muss ich mich jetzt hier nochmal mit der Steuerung auseinandersetzen. Okay. Ja, Nummer 1. Das hat ja nicht lange gedauert. Warum fliegt da oben einer rum? Kann ich dem auch mal abspringen? Ja. Ne, der fliegt... Was machst du denn da? Wir kommentieren das jetzt einfach mal nicht. Ich bin hier noch etwas verwirrt. Ja, also man sieht, es geht im Prinzip da weiter, wo Annie in der Amethystmine aufgehört hat. Mal gucken, ob sie 61 Tote oder wie viele das waren, überbieten können. Jetzt bin ich erstmal kurz verwirrt. Sie kann hochklettern? Ne, einfach nach oben springen. Ah, das klappt aber auch nur bei den Büchern, richtig? Ja, vermute schon, ja. So, hier ist wieder ein Schloss, da müssen wir wieder aufpassen, dass wir irgendwie hier Mauern finden, die kaputt gehen können. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Ich denke... Unten rechts noch weiter. Was, rechts? Unten rechts, also weiß nicht. Na, ich gehe gleich nochmal runter. Ich will nur mal kurz schauen, was hier oben los ist. Ja, hier geht's weiter, denke ich mal. Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so richtig gesehen, ob da unten irgendwie was war. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Nee. Und unten? Nee, okay, nee. Alles klar. Dann waren wir richtig. Ist auch wieder da. Okay, da geht's nach oben noch. Oh Gott, ich hoffe, ich komme noch mal hoch. Das sieht nicht so aus. Ach, shit. Ah, mein Gott. Das finde ich jetzt ja nicht so lustig. Die ganzen Kristalle liegen lassen. Die ganzen. Ich hoffe, es waren nur zwei. Ja, oben waren mit Sicherheit auch noch welche. Vielleicht kommen wir ja doch nochmal nach oben. Nee. Sicher? Nee, sicher bin ich nicht, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Oh! Nein! Na, jetzt kommen wir sowieso nicht mehr nach oben. Ja, dann geht das wirklich schon richtig gut los hier. Na? Steckt sich hier unter noch irgendwas? Nee. Nee. So. Die sehen aus wie so eine komischen Bumper vom Flipper. Sollen es wahrscheinlich auch darstellen. Juhu, das war nix. Unten muss ich auch nochmal. Hui. Da ist ja einiges das los. Sieht sehr amüsant aus. Oh, wer bist du denn? Kennst du doch schon. Das sind die, die nicht kaputt gehen wollen. Wunderschön. Muss umschalten. Ja, stimmt. Das sollte ich machen. So. Pong, pong, pong. Ah, ich wollte nach da oben. Da kommt man doch bestimmt noch drauf. Wo? Ganz oben links. Nee, sieht nicht so aus, sieht aus wie eine Mauer. Der blöde Ritter. Okay. Ding. Ding. Tja, gehe ich da jetzt schon runter oder gehe ich erstmal zurück? Tja. Weil nicht, dass wir jetzt hier
Ja, mir fehlen halt 300. Nee, also dann gehen wir nochmal schnell zurück. Das kriegen wir hin. Das dauert jetzt ja auch keine Ewigkeit. Lalalala. Ja, nö, dauert's nicht. Das ist korrekt. Dauert's wirklich nicht. So. Da oben waren da schon Kristalle. Ja. Müssen wir nochmal kurz hier gucken. Kriegt man das kaputt? Okay, da muss ich dann diesen komischen Drehsprung machen. Hier wird von links rüberspringen. Von links? Ja. Ich probiere es trotzdem mal kurz so. Ja, oder so. Aber ich glaube, da ging es rechts nach hoch. Na, hier kann ich... Ah. Och nu. Los, ruf da. Ich schaff das noch. Ah, so. Ui, na stell dir mal vor, die hätten wir vergessen. Ja, das wäre schade. Das wäre richtig schade gewesen. Haben wir alle? Ja. Ja, oben ist nichts mehr. Kannst aber den Bumper ausprobieren, wo auch immer der hingeht. Wo ist denn hier einer? Na unten. Unten links unter dem Stein links. Ah. Vielleicht ist ja auch noch eine Trappe. Hilfe. Ach, der hat dich gleich durchgeschossen, alles klar. Ja. Gut. Okay. Dann geht's jetzt zurück nach oben. Alles muss ich hier tausendmal neu machen. Elegant. Och, komm. Jetzt. Gehen wir mal runter. Ah ja. Bam. Oh, das ist aber schön, dass er die automatisch einsammelt. Ja, aber hast du welche vergessen? Ehrlich? Ja. Ein paar Nein! Gelbe. Ja, dann mal nach oben. Ah, man kann ja auch viel schneller hochspringen, ist ja lustig. Wenn man öfter hintereinander drückt. Na, sehr schön. Hui. Ach so. Nein? Oh Gott, das wird aufregend. Los, springen. Uiuiui. Ui, ui. Das haben wir schon irgendwie geil gemacht, finde ich. Es ist richtig cool, aber ich habe hier echt Angst, dass ich irgendwo drauf gehe. Warum bloß? Ja. Dann wechseln wir mal. Ah, erstmal machen wir das Ding kaputt. Nein. Ah, ja, ich glaube, da muss auch was aus dem Bumper, der schießt sich wieder durch. Und? Wollt ihr mir den Weg freiräumen? Ja, da ist der Bumper. Der schießt sich gleich wieder durch. Was, ich brauche ihn später. Du kannst einfach oben drüber springen. Pong, pong, pong. Oh mein Gott. Ja, okay, okay, oh, oh. Schade. Nein. Boah. Du warst schon knapp. Ich ein bisschen was von Sonic. Ja, total. Waren die vorhin nicht schon weg? Ich glaube, wir waren hier an der Stelle vorhin nicht. So. Stimmt. Auf der anderen Seite. Wir sind erst wieder runter, oder nicht? Uah, ich will hier wieder weg. Ich will hier wieder weg. Wir fliegen einfach mal rüber. Ich glaube, wir sind einfach nur zu weit gewesen. Ja, wir sind vorhin, glaube ich, runter. Wer bist du denn?
Ich glaube, links musst du rüber. Hier ist halt die komische. Ja. Alles klar. So. Dann darf ich da oben nicht gehen, weil das Ding mich so wieder rausschleudert. Na, und so. Ja. Jetzt haben wir alle. Dann können wir jetzt den kurzen Weg nehmen. Okay. Wäre das schon mal erledigt. Sieht da schon mal ganz gut aus. Ja. Das noch nicht ganz die Hälfte, aber es ist ja auf dem besten Weg. So, und... Noch nie. Nein. Ich hab's geahnt. Ja, aber du stehst ja jetzt wieder oben. Den Zeh gestoßen, ja. So. Ja. Ich glaube, man muss erstmal nach oben. Und dann einmal irgendwie rüber, rechts oder so. Na, kurz. Kann ich da rauf? Ja, nee, das ist keine Platte. Oh, da links. Links, ja. Links geht's hin. Geile Scheiße. Das ist richtig krass. Oh Gott, ich hab Angst. Hättest du schalten müssen. Was hätte ich da schalten müssen? Ja, am Ende war noch gelbe. Oh nein, das machen wir nochmal. Aber das sah geil aus. Also, das war echt richtig was. Cool. Also kannst du ja nichts übersehen. Eigentlich nicht. Aber nicht, dass du jetzt sagst, ich habe das leichtere Level. Du hast das leichtere Level, eindeutig. Ja, klar. Ist ja alles offensichtlich, liegt ja alles offensichtlich rum. Wird quasi automatisch eingesammelt. Ja, korrekt. Umschalten. Aha. Sehr cool. Sehr. Oh je. Ganz runter solltest du eigentlich nicht fallen. Shit. Aber so stehst du gleich wieder oben. Aufregend, das Ganze. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Ist echt cool gemacht. Und gar nicht so einfach. Muss ich ja mal sagen. Das ist überhaupt nicht einfach. Man muss sich schon so ein bisschen konzentrieren. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, da hätte man nichts auch noch gekonnt, oder? Kann es sein? Da war eine Tür. Eine Tür? Naja, so eine Dekotür. Achso, ja gut, dann. Nee, die Spitzen sind an der Wand, glaube ich. Aber man hätte auch, glaube ich, irgendwo hier rechts rüberfliegen können. Soll ich nochmal zurück? Unten ist ein großer Kristall. Ui. Aber, ach so, stimmt, ich hatte ja ein Schutzschild von vorhin. Ja, soll ich nochmal nach links gehen? Nee, also links gibt es ja nichts mehr, aber ich glaube, da hätte man, wo du gerade runtergeschwebt bist, okay. Irgendwo nach rechts, also hier auf die, genau, da hoch. Okay. Nochmal! Wo ist die Eule? Da ist die Eule. Nein! Komme ich hier an der Wand? Nee, natürlich komme ich nicht an der Wand lang. Aha! Nochmal rechts, wo? Ach nee, da ist nichts mehr, alles klar. Sehr schön, da haben wir ja schon echt einen Großteil eingesammelt. Wahrscheinlich ist abrupt das Level zu Ende oder so. Wahrscheinlich. Oh Gott. Na, das sieht ja wieder nach Spaß aus da. Musst du dezent runterschweben. Aha. Ja, Moment. Jetzt gerade noch nicht. Wobei die Lücke ist gar nicht so klein. Los, lass mich runter. Nein. Lass mich gleich runter. Nee, musst, glaube ich, schon viel früher springen. Oder so. Man kann ja auch einfach mal loslassen. Die Stacheln. Scheiße. Ah, Manu. Sehr schön. Aber es sah gar nicht so schlecht aus. Ja, wirklich, sieht sehr gut aus. Wie aufregend. Mein Gott. Kann ich hier einen kurzen Weg nehmen? Nee. Du könntest ja auch elegant gleich einfach durchfallen, wenn du ein Schutzschild hast. Wenn du eh schon berührt hast, dann bist du ja kurz unverwundbar. Ja, aber das reicht, glaube ich, nicht aus, dass mir da gar nichts passiert. Oh, schade. Ja, da habe ich gerade übersehen, dass auf einmal dieses Tor unten war. Huch. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht.
Kommt das jetzt wieder? Ich fürchte, du musst halt warten, bis es durch ist. Okay, noch ein bisschen warten. Hä, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, du musst jetzt warten, bis es zurückkommt. Und dann drauf und dann rum. Also nicht so. Oh, schade, verdammt. Nee, du nicht. Oh. Verdammt, also man kann sich auch blöd anstellen. Ja, oder so wie du. Was hat sich hier bieten lassen? Wirklich. Ja, Maria, so ist das. Oh! Oh nein, vom Fallgatter zerquetscht. So, jetzt aber. Volle Konzentration. Schnellst wieder umschalten. Ja, völlig entspannt aus. Na, total! So entspannt, dass ich gleich mal sterben muss. Ich werde immer so warm bei, ja. War ja knapp. Easy peasy. Das sieht auf alle Fälle schon etwas spannender aus. Kommt das Ding zurück? Nee. Aber ich kann hier hochlaufen. Das habe ich jetzt gerade erst erkannt. Ich habe jetzt Angst, wenn ich da runter möchte. Nein, du bist wahrscheinlich tot, aber jetzt kommst du, glaube ich, zurück. Ja, dann stelle ich mich da gleich nochmal drauf. Nimm mich mit. Guck mal, wie viele Kristalle wir schon haben. Ja, die sieht super aus. Oh nee, ey, also Kinder. Erstmal hier lang. So, wie kommt man da? Wahrscheinlich von rechts vom Bücherregal. Ja. Also da oben kommt man noch rauf? Nein, glaube ich nicht. Ja. Fahren wir einfach mal los. Lass uns überraschen, was hier passiert. Nichts. Ja, da unten geht das Tor noch auf. Schade. Ich wollte ja reinspringen. Wir können ja auch mal hier oben lang gehen. Ja. Hilfe! Vergessen zu wechseln. Nein. Du musst wechseln. Beim Schweben umschalten. Da komme ich hier wieder raus. Ach, das ist offen, ne? Tatsächlich. Es ist ein Hin- und Hergeschalte. Oh mein Gott. Ist das aufregend. Uiuiui. Alles super, alles im grünen Bereich. Wow, aber wir haben trotzdem nicht alle gekriegt.
Aber 629. So, ist doch schon mal nicht schlecht. Hast ja richtig Mühe gegeben. Ja, und guck mal, nur 15 Mal gestorben, davon zweimal direkt am Anfang. Du musstest ja auch als Flipperkugel nicht so viel machen. War klar, dass das kommt. Ja, natürlich. Bist du nur neidisch? Ja, ein bisschen. Gut. Du darfst jetzt beim nächsten Mal wieder glänzen. Ja. Mit nicht glänzend versagen. Auch das. Gut. Dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann wieder weiter fröhlich versagen darf. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.